Moin, neue Woche, neues Glück. Ja. Wo stehe ich hier? In der, wenn man so will, ziemlich alten Ölraffinerie und Energieversorgungsanlage, die ja im Modspiel stand, umgebaut wurde. Hier aber noch nicht. Das sieht man, dass man hier teilweise aussieht wie Bauruinen und sowas, ne? Wie zum Beispiel der. Da ist die Computerproduktion drin, die ist hier gar nicht umgebaut. Und huch, ist ein bisschen laut. Ja, und im Modspielstand haben wir hier auch eine Gummiproduktion noch. Wenn das hier vorläuft, dann wird hier mehr Gummi produziert. Das ist jetzt hier nie der Fall. Da hatte ich mal so ein Ding hingestellt vor einigen Folgen im Off, weil das vollgelaufen war und da ist der Sprit ausgefallen, weil ist nicht mehr vorhanden. So, was wir jetzt hier einmal machen werden, das wird mal zwischengeschoben, weil aufgrund von Bereitschaftsdienst und allen drum und dran hatte ich viel zu tun und konnte im Off nicht da hinten am Dach weitermachen. Deswegen für Update 4 speichern wir zwischen. Ja, dann machen wir. Und ach, jetzt weiß ich auch, was ich vergessen habe, ich Idiot. Mist, warte mal. Wir tun erstmal ausbauen und dann. Warte mal, jetzt muss ich mal selbst gucken. Was brauchen das Ding? Ja, Plastik und das, aber ich brauche die auch für die Tanks. Und wir müssen mal zwischenspeichern. Sprit und Öl. Hier seht ihr alles noch alte Rohre und so ein Kram. Was ich nie gemacht habe, muss ich vielleicht mal im Off gucken. Weil die waren nämlich mal, die speichern den Sprit zwischen für die Generatoren da hinten. Ich habe nie geschaut, wie lange das braucht, bis die leer gelaufen sind. Und die stehen bleibt, wenn hier nichts nachkommt. Weil man ja mit diesem Öl nicht sicher gehen kann. Deswegen, jetzt gucken wir mal hier rein. Eigentlich funktionieren die Dinger wie Puffer. Die sind hier voll. Ihr seht das ja. Das Zeug drückt hier rein. Hier und hier. Und da ist auch kein Ausgang. Es geht also hinten nicht mehr raus. Das kommt halt hier wieder raus, wenn hier nichts mehr nachkommt. Und wir werden jetzt hier. Erstmal noch ein Stockwerk drauf setzen. Hier ist eine Ölquelle. Weil man ja nicht weiß, was passiert. Hier ist auch Sprit. Warte mal. Wir setzen mal hier. Huch. Na nü. Wieder die nicht. Wir setzen mal hier ein Stockwerk drauf. Erstmal das. Ja, komm. Mach mal. So. Oh. So, so und so. Ah, da machen wir hier halt gleich. Können wir halt nicht für alle machen. Wir machen hier mal gleich für Logistik. Wir nehmen mal die Pipes. Ich habe jetzt vergessen, dass ich auch diese MK2-Pipes brauche. Dann setzen wir das jetzt mal hier rein. Das wissen wir auch, was wir machen werden. Zum Ölfeld fahren. Und Öl zwischenlagern und zwar massiv. Das halten wir jetzt hier mal fest. Massiv Öl zwischenlagern. So, warte. Jetzt kann das hier ja nicht. Wie macht man das am blödesten? Weil. Man macht einen Puffer. Ich überlege nämlich gerade, weil das Ding hat es genug Druck von da oben, dass dieser da oben voll gefüllt wird. Lass mal gucken. Der muss sowieso hier geupdatet werden. Das kann man so machen. Das sehen wir gleich. Ich gucke gleich, ob das da genug Druck hat. Ja. So, lass mal gucken. Der hat halbe Höhe, wenn man so will. Ja, hat er. Guck. Das wird hochgedrückt. Der hat auf jeden Fall genug Druck. Drückt mit 600 rein. Mit 600. Jetzt gehen wir nochmal hier. Der braucht das ja auch und das Rohr sollte auch mal. Man könnte jetzt, wenn wir hier die 600er Rohre haben, das auch endlich mal der Umbau da oben, ne? So, warte. Oh. Oh. So.
dann machen wir so. Und so. Und so. Ach, hier habe ich noch gar nicht. Ist mir das Material wahrscheinlich ausgegangen. Warte mal, da können wir es doch gleich mal hier. Ich sehe, wie alt dieser Spielstand ist, ne? Und dann eben Dings weitergebaut, im Mod-Spielstand. Ja. Gehen wir hier mal hoch. Und gucken mal, wie das hier oben aussieht. Da war ja irgendwas begrenzt und irgendwie was, weil da doch halt die alten Rohre waren, ne? Wo ist es denn? Huch, wo geht denn das lang? Alles klar, dann geht das hier lang. Und hier? Okay. Ja. Ich mache jetzt erstmal nur das hier in der Mitte. Weil die Generator, also die Treibstoffdinger hier, Raffinerien, die machen sowieso keine 600. Das Rohr kann sowieso so bleiben. Und die sind auch, glaube ich, nicht alle angeschlossen, weil wir damals nicht genug Öl hier hochgekriegt haben. Ja, die machen, was machen wir denn hier? Die Minute 40. Ja, das Öl auf der anderen Seite tun wir auch nochmal umtüdeln. Seht ihr mal, wie das hier aussieht. Das ist ja wirklich von mir schon in dem anderen Spiel schon komplett umgebaut. Da ist ja dieses Grödel da nicht mehr. Und hier können wir gleich mal aufpassen, dass man hier nicht runterfällt. Ja, das machen wir gleich bis da hinten hin. Huch. Verkehrt. Warte. Machen wir es halt mal so jetzt. Oh, das mal dann auch noch. So, da haben wir jetzt erstmal hier. Das ist mal dann, wenn das Material ausging. So, warte. Ja, hier, das war ja der Akt mit diesem, mit dem Öl. Deswegen sind diese zwei Rohre hier oben. Ey, warte mal. So. Okay, das machen wir hier. Nein. So, da sind auch noch die alten Pumpen jetzt, die sowieso nur 300 können. Die kann man aber so austauschen, weil von unten die müssten hoch genug drücken können. Hier ist Ende. So, jetzt gucken wir hier unten rein. Ja, das ging halt mit diesen. Die haben damals anders da irgendwie gesnappt, diese Rohre. Da seht ihr mal, was das hier für ein komisches Konstrukt ist. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das war. Müssen wir gucken, dass hier, da ist nämlich noch so ein Ding drin, seht ihr? Muss man aufpassen. Sind die beide jetzt da draußen? Ich glaube schon, ne? Gehen wir hier drüben hin. Ja. Kann man dann später auch mal die anderen Pumpen hier hinsetzen, die MK2 Pumpen, aber jetzt nicht. Ja, wie viele Pumpen das hier hat. Da hinten noch. Den. Und hier weiß ich gar nicht. Da kommen wir vielleicht nicht dran. Mal schauen. Das sieht man dann am Abfluss. So, machen wir den hier noch rum. So, hier kommt das. Und dann tun wir den gerade auch noch upgraden. So. Das sind Öltanks. Da haben wir einmal hier einen Puffer. Wie voll sind die eigentlich, bis der Zug kommt? Naja, es geht. So viel verbraucht man da aktuell nicht. Okay. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Das hier kommt direkt aus Raffinerien für diese Seite und haben keinen Puffer. Die haben keinen Puffer. Zeig mal her, die voll. Abfluss 600, Flussrate 600. So. Ja, durch die MK2-Rohre. Also hier oben gucken. Füllrate 600, Abflussrate 600. Die Dinger sind mal laut. Jetzt speichern wir hier.
Lass uns mal absprechen. Ich will mal gucken, auf welcher Last der aktuell läuft. 57%. Hier passt, ist stabil, 57% laufen die. Okay. Soweit, so gut. Jetzt haben wir das hier. Hier wird der Sprit. Okay. Machen wir hier noch andere Öltanks rein. Geht eigentlich gar nicht. Müssen wir die komplett, weil die gehen nämlich gerade hier und dann... Scheiße. Kann man die hier noch puffern? Irgendwie. Da kommt der Ölzug, da ist er. Das Ding kommt nochmal von der extra... Genau, diese Pumpe hat damals nicht ausgereicht und da haben wir nämlich den Ölzug hier an den Start gebracht. Das war ja der Punkt. Okay. Warte mal. Wie könnten wir denn hier noch... Ja gut, wir könnten jetzt ja auch wieder so einen Puffer dahin machen. Die werden ja an der Seite gefüllt. Da ist er. Die werden ja an der Seite gefüllt. Weil da Druck drauf ist. Warte mal. Eins. Zwei. Wir könnten das so machen. Ich will mal was ausprobieren. So. Gucken, ob das passt. Höher geht es nicht, weil hier ist keine Pumpe drin. Und dann, pass mal auf. So. 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 Und so. Nee, nicht genügend Freiraum, was? Ach so, da habe ich schon drauf gedrückt. Ja, ist halt eine Raffinerie, ne? Die sehen ja nicht aus wie Luxus. So, jetzt pass auf. Und dann? So, 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 genau. Jetzt gehen wir hier hinten drauf. So. Reicht das vom Druck her? Ich meine, der pumpt, was pumpt der 20 Meter hoch, ne? Pumpen die. Müssen wir jetzt mal gucken. Ob das reicht. Ansonsten, wenn eine Pumpe, die pumpt in eine Richtung, ne? Weil wir haben ja jetzt keinen Ausgang. Das ist ja nur ein Puffer, ne? Es ist nur ein Puffer. So. Zack. ...420 rein. Das fließt hier. Na gut, die verbrauchen ja auch, ne? Ja, die geht hier Abflussrate, Füllrate 600. Da ist jetzt hier der Tank. So, das passt schon. Der füllt sich auf jeden Fall. Wie hoch ist denn so ein Ding? Das 4, 8, 12, 16. 1 bis 4 Meter hoch. Mhm. Okay, das könnte ein bisschen... Muss man mal gucken. Jetzt haben wir hier auf jeden Fall das ausgebaut, das auch... können wir auch irgendwie anmalen. Weiß ich nicht, ob dieses Konstrukt so geht, ob diese aktuell, wenn nur die Pumpen benutzt, die in diesen Dingern hier drin sind. Die sieht man zwar nicht, aber kommt. Abflussrate 0. Das heißt, hier geht nichts mehr raus. Warum eigentlich 0? Füllrate. Ja, das ist halt jetzt...
das gleicht sich aus, weil das ist ja hier, dann hast du hier den Druck. Fließt das eigentlich? Da habe ich noch nie kontrolliert. Die Pumpe geht in eine Richtung. Ja, mal gucken, empfohlen maximal. Maximaler Durchfluss 600. Durchfluss. Wieso eigentlich 600? Die Pumpe kann doch nur 300. Das ist ja keine MK2. Deswegen könnt ihr die da eigentlich weg. So, lass mal hier an diese Dinger nochmal gucken. Ja, hier, die sind laut, ich weiß. Oh, lass mal hier oben gucken. Ja. Das läuft. Irgendwann teste ich mal im Off, wie lange es braucht, bis das Zeugs leer ist, wenn es nichts mehr reinkommt. Und die das verbraucht haben. Das ist nämlich dann nackt, bis die wieder anlaufen. Die kriegen dann immer nicht genug. Ne? Dann brauchen die Ewigkeiten, bis die wieder anlaufen. Richtig. Ununterbrochen. Da steht immer die ganze Produktion, deswegen mache ich das mal im Off. So, dann haben wir das. Das haben wir so. Es wird schon wieder Nacht. Passt. Jetzt lass uns mal hier nochmal gucken. Also irgendwann muss ich da... Oh Gott, da muss man so viel nachholen, was man in dem anderen Spielstand über Stunden gemacht hat. Und hier sieht es noch aus wie Kraut und Rüben, ne? Das seht ihr auch hier. Hier an dem Ding. Das hat alles schon abgeändert. Geh du bloß nicht auf, du. Sonst kriegst du aufs Ohr. Wollen wir gerade mal gucken, wie das hier hinten am Bahnhof noch aussieht. Der ist auf jeden Fall schon zu. Allerdings, da ist auch die Treppe schon da. Aber ich weiß nicht mehr, wann ich das gemacht habe. Die hier. Aber hier sieht es ja aus. Weißt du, das ist alles... Und hier kommt... Genau. Das müsste eigentlich ein Gummiband sein, richtig. Das Gummiband ist auf jeden Fall schon da, das andere aber nicht. Ja, in dem anderen Spielstand ist hier ein Fusionator. Hier. Und da kommt der Gummiband von da hinten, was wir jetzt in den Schredder jagen. Okay, lass mal hier gucken, weil rum ja, jetzt sind wir schon hier hinten. Es kommt nämlich unheimlich wenig Alu an. Das ist viel zu wenig. Obwohl, da läuft das Zeug. Ist das so wenig? Hier staut sich's aber. Petrolkrux ist genug da. Der läuft auf volle Kalotte, 100%. Der ist aus. Irgendwas machen wir ja nicht genug. Ich schalte mal ein. Irgendwas machen wir ja nicht genug, warum der ausgeschaltet ist. Ich glaube, es ist das hier. Warte mal. Das Aluminiumoxid, die Aluminiumoxidlösung ist zu wenig. Nimmt die zu oder nimmt die ab? Die nimmt ab. Petrolkrux ist auch nicht genug da. Okay, dann lassen wir den nochmal aus. Warum fließt das eigentlich nicht raus? Ist der nicht da hinten angeschlossen? Ja, geilo. Was denn das hier? Ach, da gab es noch diese Dinger nicht, ne? Warum das Ding da steht, aus irgendeinem Grund. Ja, warte mal. Toru, dich tun wir auch nochmal schnell umtüdeln. Dann machen wir hier einen Fusionator schnell hin. Obwohl der andere noch nicht in Betrieb ist. Okay. Du musst wo raus? Du musst nach... Der muss hier hin. Jo, so muss der hin. Nicht... So muss der. Tu mal wenigstens schon mal anschließen, ne? Tu mal wenigstens schon mal anschließen. Und dann muss ich mal gucken, wir machen nämlich unheimlich wenig Alu. In der Hauptbase. So, raus da.
gucke, ist das kein Schwimmverband? Was ist denn hier los? Ich habe jetzt aber auch nicht genug. Habe ich genug von den Dingern? Das ist tatsächlich kein Fünferband. Da hatte ich wahrscheinlich das letzte Mal kein Alu. Also, schnell hier noch lang. Komme ich da hinten raus? Oder hier durch? Ja, sieht so aus. Oh, du noch. Dann machen wir das hier schnell fertig. Das sind so Sachen, ne? Wenn du Fabriken hast, die du früher mal gebaut hast. Ne? Das ist ein Fünfer. Die du früher mal gebaut hast, da sind dann solche Dinger, ist nicht das richtige Band. Und so, das ist ein Fünfer, der kommt jetzt hier oben rein. Jupp. Wahrscheinlich ist das hier wieder kein Fünfer. Doch. Was? Ist ja auch, da geht er wieder runter. Du, ja. Ja. Ja, hier ist wieder 5er. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Guckt euch das mal an hier. Zusehen, das nächste Mal geht's an unser Hauptölfeld und dann gucken wir da, was los ist. Da sind aber viele Spinnen. Immer noch. Die muss ich erstmal killen. Ne? Und ich habe heute wieder Schicht. Bis dann. Ciao, ciao.